Die Atmosphäre in einem originalen Rundofen ist schon etwas Besonderes. Das Porzellanikon in Selb, Europas größtes Porzellanmuseum, besitzt an seinem Standort Selb 6 dieser Öfen noch. Es sind in ganz Europa nicht mehr sehr viele davon erhalten. Mein Name ist Wolfgang Schilling, ich bin Kurator für Wirtschaft, Sozial- und Technikgeschichte und möchte Ihnen einen kleinen Eindruck von diesem originalen Bauteil machen, das wir in unserem Museum den Besuchern auch zeigen können. Die Verfärbungen, die man hier sehen kann, rühren vom Brand her. Wir befinden uns auf der Glattbrandetage, das heißt, hier wurde das Porzellan mit 1400 Grad glatt gebrannt, das heißt, die Glasur wurde eingebrannt und hier entscheiden sich letztendlich die ganzen chemisch-physikalischen Prozesse, die Porzellan zum Porzellan machen. In regelmäßigen Abständen befinden sich an den Seiten die Feuerungen, bei denen die Flammen beim Brand selber in den Innenraum hineingeschlagen sind. Die Decke hat ihre Verfärbung erhalten, weil die große Hitze, die Steine, die hier vermauert wurden, Schamottsteine, was anderes, ging einfach nicht, auch chemisch verändert hat. Aber dieser Raum bietet noch ein bisschen mehr. Er ist Teil unserer Inszenierung zum Thema Porzellinerleben, Leben und Arbeiten der Porzelliner in Europa. Und zwar geht es hier um das Vereinswesen. Ein besonders schönes Stück haben wir hier mit der Vereinsfahne des Malergesangvereins von 1887. In diesem Malergesangverein, der damals wirklich nur aus Malern bestand, haben sich die Maler der Firma Hutschenreuther versammelt. 1906 hat er diese prächtige Fahne erhalten. Eine der Nachkommen von Hutschenreuther war Fahnenpatin. Das Vereinswesen der Porzelliner hat sich in den folgenden Jahrzehnten sehr, sehr intensiv entwickelt, durchaus parallel zum Vereinswesen in Gesamtdeutschland, in Gesamteuropa. Es wurden Sportvereine gegründet, es wurden Fußballvereine gegründet, es wurden Radfahrervereine gegründet und vieles andere mehr. Die Porzelliner haben Vereine und das Vereinswesen gerne genutzt, um einen schönen Abstand zum anstrengenden Arbeiten in den Fabriken zu gewinnen und auch eine interessante Betätigung mit anderen Menschen machen zu können. Neben mir steht ein Motorrad. Auch das ist ein Beispiel für Vereinswesen. Die alte Simson wurde genutzt von Leuten, die sich in Thüringen zu Zeiten der DDR zusammengefunden haben, um gemeinsame Ausfahrten zu machen. Das Vereinswesen zu DDR-Zeiten, wie wir es hier teilweise auch mit dokumentieren, war ja ein ganz anderes. Es war sehr viel stärker an die Unternehmen selber angebunden. In Westdeutschland dagegen entwickelten sich die Vereine weiter, wie man sie bereits vor dem Zweiten Weltkrieg kannte. Was sich langsam aber verloren hat, sind die weltanschaulichen Zuordnungen. Einiges davon kann man auch heute noch wiedererkennen. Einiges von der Gründungsgeschichte lässt sich manchmal in den Namen auch noch erahnen. Wenn manche Vereine zum Beispiel das Wort Arbeiter im Namen tragen, dann kann man schon vermuten, dass zum Beispiel hier in der Region und in anderen Porzellanregionen Porzellanarbeiter mit die Gründer waren oder hauptsächlich die Mitgliedschaft stellten.